Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Das ist der Sascha. Und ich bin der Sascha. Hat er mich aber, jetzt hat er mich aber rangekriegt, ne? Zack. Und das ist der Pujan. Ja. Und am 4. August, heute haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Genau. Und zwar Geburtstagskind ist Mr. Louis Armstrong. Achso, ich dachte schon, was ist jetzt los? 1901 geboren, Louis Armstrong. Heißt er nicht Louis Armstrong? Wonderful World. Saugeile Hits gemacht, sehr coole Musik. War ein Tausendsasser, hat wirklich Trompete, Sänger, hat Aufnahmen gemacht wie West End Blues, Hello Dolly, What a Wonderful World. Übrigens, Good Morning Vietnam, der Film, da lief das auch. Also so assoziiere ich das damit. James Bond. Im Auftrag Ihrer Majestät. Okay. Wurde am 4. August 1901 in New Orleans geboren und verstarb mit 69 Jahren, also am 6. Juli 1971 in New York City. Genau. Louis Daniel Armstrong. Ein nicht ganz so lustiges Thema. Am 4. August. Dass er gestorben ist, findest du lustig? Ein nicht. Du bist ja ein Sack. Ein nicht ganz so lustiges Thema. Ja. Ja. Am 4. August 1971. Warte, ich mach mal ein ernstes Gesicht. Brauche ich ein betroffenes oder ein ernstes Gesicht oder ein zorniges? Welches brauche ich? Machen wir betroffen? Betroffen. Am 4. August 1944 werden Anne Frank und ihre Familie von den Nationalsozialisten verhaftet. So, und jetzt machen wir deine Show da. Blöd, ne? Ja, zuvor ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht absprechen, was ja, vorher in die zuvor, Runde reinkommt. Zuvor wurden sie verraten von einem Amsterdamer Denunziant. Hm. Anne Frank starb dann im darauffolgenden Februar, März im KZ in Bergen-Belsen. Ja, die haben nicht Stopp gemacht, auch nicht vor Kindern und so, ne? Also, ja. Die haben wirklich alles eingekarrt und weggeschleppt, was ging. 4. August, was gibt der noch her? 4. August, das alte Zentralstation, Stadion in Leipzig wird mit einer Kapazität, und zwar 1956, bevor ich das wieder vergesse, mit einer Kapazität von 100 Personen. Oh, ich habe ein paar Stellen vergessen. Von 100.000 Personen jetzt los. Als bis dahin größtes Stadion der Welt gefeiert. Boah, in Leipzig? Ja. Die Leipziger. In Leipzig. Ja, die waren mal, die hatten mal... Oh. Was die alles waren und hatten. Oh. Und mittlerweile wieder haben und sind. Oh. Was können wir eine Extrasendung, können wir... kriegen wir eine Extrasendung? Nee. Aber super. Ja, aber man könnte sie vielleicht... Das war der 4. August. Wir sehen uns morgen wieder am 5. August. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.